Ja, und das hier lässt sich nicht, wahrscheinlich nicht mehr aufhalten, auch wenn es nicht ganz so süß ist. Denn in Deutschland werden jedes Jahr rund 12 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Und sogenannte Foodsaver wie Kiran, die haben zwar keinen guten Ruf. Ja, allerdings retten sie mehrmals in der Woche Lebensmittel vor dem Mülleimer. Und mit Gammelessen hat das Ganze nichts zu tun. Und er kann auch noch richtig gut davon leben. Was er so in seinem Kühlschrank hat, hat er uns mal gezeigt. Ja, mit Müll gibt er hier sich garantiert nicht ab. Dürfen wir vorstellen, das hier ist der selbsternannte Hugh Hefner von Ibiza. Er verdient sein Geld mit exzessiven Partys mit den Schönen und Reichen nach eigenen Angaben und normalerweise. Ja, aber wegen der Corona-Krise, da muss er jetzt natürlich auch sein Businesskonzept etwas überarbeiten. Aber wie er es trotzdem noch richtig krachen lässt, da haben wir ihn natürlich besucht. Ja, und auch sie schlittert hier von einer Krise in die nächste. Das Blöde ist nur, alle gucken dabei zu. Ist Katie Price die vielleicht peinlichste Mutter der Welt? Die Fünffach-Mama schminkt ihre sechsjährige Tochter und bekommt einen Shitstorm. Ja, oder sie macht in aller Öffentlichkeit mit ihrem Freund rum und ihr Sohn bittet sie aufzuhören. Ihm ist es peinlich, ihr anscheinend so gar nicht. Wie der Alltag mit Katie aussieht, hier ist mal ein kleiner Einblick. Ich kann den Sohn jetzt schon verstehen. Ja, und das hier würde ich Katie auch sofort zutrauen. Oder würden Sie Ihr Kind Kalifornien nennen, nur weil Ihnen Superstar das sagt? Ja, wahrscheinlich eher nicht. Oder würden Sie sich vom Partner trennen, weil Ihnen das irgendein Promi eben, weil das irgendein Promi so möchte? Wahrscheinlich eher auch nicht. Aber genau diese Challenge sorgt aktuell bei TikTok für ordentlich Aufregung. Was dahinter steckt, das haben wir mal rausgefunden. Ja, jeder wie er kann und mag. Nach dem Motto geht es bei den Promis auch weiter. Während die eine Milliarde spendet, protzt der andere mit seinem unnötigen Reichtum nur so rum. Hier ist der Taftklatsch. Ja, total richtig so. Also trotzdem, noch 7-mal schlafen, dann ist Heiligabend. Und vielleicht planen Sie ja, Ihrer besten Freundin einen Schal zu schenken. Oder Ihrem Mann vielleicht ein Portemonnaie oder eine Uhr. Dann überdenken Sie das nochmal, denn diese Geschenke sollen tatsächlich Unglück bringen. Wieso, weshalb, warum und wie Sie das ganze Unheil noch abwenden können, das verraten wir Ihnen jetzt. Ja, schön safe geht's auch weiter mit ihm hier. So, nutzen Sie jetzt Ihre Chance auf 250.000 Euro, ein VW California Beach und das in unserem großen Glückssterne-Weihnachtsgewinnspiel. Zusätzlich haben wir für einen Teilnehmer noch ein Apple-Paket mit einem iPad Pro und einem iPhone 12 für Sie bereit. Rufen Sie an unter der 01379 44 44 07, nennen Sie das Kennwort Star oder schicken Sie Star per SMS an 3x4 3x1 oder gucken Sie einfach unter gewinnarena.de, da wird alles nochmal erklärt. Wir sehen uns gleich wieder, das steht schon mal auf jeden Fall fest. So, bis gleich, weiter. Genau, bis gleich. Da sind wir wieder zurück bei Tough Life aus München. Das mit diesem jungen Mann hier. Der ist gerade mal 14 Jahre alt und hat es tatsächlich, und wie ich finde auch völlig zu Recht, zu einem der gefragtesten Comedians in Deutschland geschafft. Ja, Karl Josef nimmt sich selbst nämlich nicht so ernst und genau dafür lieben ihn die Leute. Dabei ist sein eigenes Leben oft gar nicht mal so einfach. Zu Recht. Und übrigens hat er gerade auch den Smile Award als bester Newcomer gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. So, und wir feiern gleich weiter, denn The Voice of Germany wird 10 Jahre alt und da ist natürlich einiges passiert. Ja, ein Sturz von der Bühne gab es da zum Beispiel, eine prallgefüllte Schnapskiste in der Garderobe und auch noch ein Po-Grabscher von einem echten Superstar. Wer kann das schon von sich behaupten? So, also jetzt ist es soweit. Alle Geheimnisse auf dem Tisch. The Voice of Germany. Ach, wie schön. Und fast so schön geht es hier auch weiter. 250.000 Euro in bar können Sie einfach mal hier gewinnen. Ne? Und außerdem noch ein, zusätzlich haben wir für einen Teilnehmer noch ein Apple-Paket mit einem iPad Pro und einem iPhone 12. Na, wenn sich das nicht lohnt. 01379 44 44 07, sagen Sie das Kennwort Star oder schicken Sie eine SMS mit Star an 3x4 3x1. Also absoluter Kinderkram. Ganz einfach, wie Sie mitmachen können. Und wenn es Ihnen doch alles zu schnell war, gewinnarena.de. Da gibt es noch mal alle Infos. Ganz viel Glück und bis gleich. Zurück bei Tafel live aus München. Und ja, Reisen ist im Moment ein bisschen schwieriger als sonst, kann man sagen. Aber jetzt so kurz vor Weihnachten machen sich dann doch ein paar auf den Weg, zum Beispiel zu ihren Liebsten. Na also, dann können wir auch Kofferbingo spielen. Und wer zufällig die richtigen Gegenstände dabei hat, der kassiert Kohle. Hier ist Kofferbingo. Andere Geschichte, die ich ihr gerade erzählt habe. Doch, so. Ach, was für eine lustige Geschichte. Morgen geht's weiter. Fortsetzung folgt. Dann ja, plaudern wir auch schon wieder aus dem Nähkästchen und so. Schönen Abend. Tschüss. Ich tue mir jetzt Mantis. Aber kann man das auf dem Laptop sehen? Ja, kannst du auf dem Laptop sehen. Yes, I have laptop with me. You can watch. You can.